So Leute, willkommen zur nächsten Folge von Banjo-Kazooie. Wir werden uns Gobi's Valley vornehmen. Aber erstmal müssen wir Gobi's Valley freischalten. Und dementsprechend zeige ich euch, wie das geht. So, als erstes mal hier so diese Spinnenweben, Leute. Erstmal den Dude hier ballern. Jawohl. So, wartet, ich zeige euch das mal. Ich will euch ein Rezept verraten. Ich mache den besten Bärenbraten. Oh, ist die lustig, Alter. Meine Güte, du. So. Also. Ihr stellt euch hier wieder hin. Das Rätsels Lösung sind übrigens Eier. So, das brauchen wir später noch. Deswegen habe ich das jetzt kaputt gemacht. Ansonsten. Zack. Ihr habt eine Abkürzung geschaffen. So. Die zwei könnt ihr euch in Zukunft... Hallo, die Abkürzung erspart viel Lauferei. Ab in den Kessel. Nee, gerade nicht, Bruder. Aber ist okay. Danke dir dafür. Jawohl, dann gehen wir hier hoch. Wenn ihr wollt und die Noten habt... Wir haben 500 Noten. Cashts ein. Könnt ihr gleich machen. Hat aber gerade noch nichts mit Gobi's Valley zu tun. So. Und dann. Hier nochmal. Das ist aber schon einer, der. Den ihr noch nicht nutzen könnt. Das ist quasi der erste Teil von den beiden. So. Könnt ihr auch hier rüberfliegen, wenn ihr wollt. Und die Eier nehmen wir natürlich mit. Ne? Ist gar keine Frage. So. So, und jetzt gehen wir hier rein. Also das war jetzt alles nur Schnickschnack, den ihr zusätzlich machen könnt. Aber das ist eigentlich der Weg, wo wir hin wollen. 350 Noten. 500 solltet ihr haben, wenn ihr meine Guides angeschaut habt. Da habt ihr nämlich 500 Noten. So, wir gucken mal. Alter, ich sehe ja hier mal überhaupt nichts, Bruder. So, ist aber gar nicht weit. Da haben wir doch Gobi's Valley Bild. Puzzleteile solltet ihr auch genügend haben. Kostet euch 9 Stück. Gobi's Valley. Da geht ihr eigentlich wieder raus. In die weiteren Richtungen braucht ihr noch nicht gehen. Da kommt ihr noch früh genug hin. So, dann würde ich erstmal sagen, geht ihr hier wieder zurück. Und da die Treppen runter. Und geht mal hier rein. Ihr braucht nämlich Gummistiefel, um in Gobi's Valley reinzukommen. Zack, 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 zack. Und wir gehen drüber. Jawohl, hat gepasst. Und ab geht's. Gobi's Valley Time. So, als erstes. Hier findest du einen weiteren Move, Banjo. Alles klar. Erster Banjo, relativ easy, Freunde. So. Ich bin Trunker, der durstige Baum. Im ganzen Land ohne Wasser werde ich vertrocknen. Schön warm hier, oder? Kazooie, meinst du, mit Eiern und Federn könnten wir ihm helfen? Nein, du dummer Bär. Ich brauche Wasser. Dringend. Na, warte mal, da konnte man doch trotzdem was machen, oder? Das nicht? Das echt nicht? Nö. Hätte ja sein können. So. Ja, ich bin ein bisschen ausgebrannt in Richtung rote Federn, Leute, weil wir im letzten Level relativ viel gebraucht haben. Ah, ich weiß wieder, wie wir dem Wasser zuführen können. So, also erstmal schön rote Federn mitnehmen, Leute. Und Noten. Das dürften jetzt gleich mal 5 Stück sein.
Ja, sieht doch gut aus. Na, noch mal 3 Stück. Und da drüben noch mal 3. So. So, da hinten haben wir auch noch Noten. Gut aus. Da, 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 da. Noch mehr. Also Noten sind anständig da. Oha. Sehr schön. Also diesen Level mag ich wirklich. Auch wenn er nicht ganz easy ist, in gewissen Stellen. So, wir brauchen noch mehr. Das machen wir später. Habt ihr ihn gehört? Ich weiß, dass ihr ihn gehört habt. Servus. Ein Jinjo für uns. Oh, das war ziemlich fail. So. Feierabend. Ding. So, und hier geht's weiter. Mit unseren. Ja, mit unserer. Ich sag mal. Oder. Ja, Steuerung vergessen. Passiert, passiert. So, und wir holen uns den letzten Move im Spiel, Freunde. Ja, es ist der letzte Move, den ihr lernen könnt im Spiel. Ich zeig euch, wo ihr ihn findet. Und zwar da hinten. Hier habt ihr ihn. Den Maulwurf, der euch den letzten Move besorgt. Das sind echt coole Turnschuhe. Kazooie kann sie an den dünnen Stelzen tragen und für eine bestimmte Zeit in einem Affenzahn herumflitzen. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Göttlich, ihr habt alle Moves des gesamten Spiels erlernt. Und wie erwähnt, das komplette Moveset in dem Game erlernt. Das heißt, ihr müsst keine Pudels mehr suchen in Zukunft, wenn ihr die Level betretet. Ihr habt jetzt alles drauf. So, und weiter geht's. Wir haben uns den Move gegrabt. Dementsprechend schauen wir mal, was wir zu tun haben oder was wir zu tun können. Ich würde mal sagen, wir fangen hier bei unserem Hund an. Oh, scheiß drauf, wir machen das so. So, wir gehen hier runter. Ich liebe diesen Level. Hui. Hui. Hoch. Woll. Da müssen wir noch nicht fliegen. Kommen wir noch dazu. Keine Sorge, Freunde. So, einmal hier einen Mumbo-Schädel. Nummer 14. So. Meine Nase ist ganz verstaubt. Dem können wir Abhilfe schaffen, meine Freunde, indem wir ihm in die Nase Eier schießen. Inwiefern das die Nase freier macht, fragt mich bitte nicht. Hey, das kitzelt. Er erzählt Kids waren ja uns so über diesen Sound, den der macht, kaputt gelacht. Hey Bruder, was machst denn du jetzt hier? So. Lasch. So, Gesundheit. Und rein mit uns. Ah, das ist besser. What the fuck? Die Nase ist wieder frei. Kommt doch herein. Ja, komm rein, Bruder. Da lassen wir uns nicht lang bitten. Also, hier gibt es erstmal 4 Noten, die ihr euch holen könnt. Und ein Mumbo-Schädel, selbstredend. Bruder, chill mal jetzt hier. Thank you.
So, dann folgendes. Ihr macht das folgendermaßen. Auch hier wieder. Ihr hört ihn vielleicht schon schreien. Und sein Kumpel. That's the third Jinjo. So. Wir haben uns die Feder noch geholt. Wir müssen noch mal runter. Sorry, Leute. Das war mal so richtig Call of Duty Aim wieder rausgehauen. Wie man mich eben kennt. So. Müsste auch recht schnell sein. Ansonsten geht das Ding halt eben wieder runter. Jawohl. Und wir graben uns das erste Puzzleteil. Das war nicht so gut. Lost. Egal. Wir gehen wieder raus aus Jinxie. Ich glaube, Jinxie ist er, oder? Genau. So. Aber wir können hier noch ein paar Noten holen. Und ich glaube, Momo-Schädel habe ich da auch gesehen. Und zwar, indem ihr hier auf sein... Ah, Glück gehabt. Mehr Glück als Verstand. So, dann habt ihr hier noch ein paar Noten. Die uns, glaube ich, über die 50 bringen werden. So sieht's aus. Oder an die 50. Tatsächlich 49. Jawohl. Und das war's. Chill mal, chill mal, chill mal. So, weiter geht's. Through the desert. Through the desert. So, das nächste, was wir jetzt machen, ist... Einmal hier Wasser, also beziehungsweise einmal hier die Pyramide auftauchen lassen. Zeige ich euch, wie das geht. Hier nicht. Lust. Und zwar... Erste erledigt. Ah ja. Sind wir rechts von euch? Oh, Bruder, was geht denn? Jetzt. Sorry, leichte Probleme. So, wieder gefüttert. Also ihr müsst immer drei reinschießen. Und dann tut sich natürlich immer mehr die Pyramide erheben aus dem Sand. Von drei Seiten, also ihr müsst das dreimal machen. Jetzt, ihr merkt, das Teil, worauf ihr steht, wird immer kleiner. Hat gereicht. Jawohl. So, und dann gehen wir rein, würde ich sagen. Und uns schon die Mühe machen. So, hier gibt es erstmal die ersten drei. Okay, diese Mumie da will uns eigentlich sagen, wir sollen uns ja aus dem Staub machen. Da wollen wir gar nicht hin. War. Hier ein paar Sachen zu finden. Als erstes mal ganz wichtig, der Hexenschalter. Den findet ihr hier hinten. Dann mal draufziehen. Jawohl. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Macht euch keinen Stress, ihr habt wirklich genug Zeit. Das war's. Hier wieder vier Noten. Dann grabt ihr euch einmal das hier.
Und ihr hört ihn vielleicht schon pfeifen. Und zwar hier hinter dem Ding. Alter, ich sehe nichts. Jetzt ist ein lila Jinjo drin. Hier ist ein Mumbo-Schädel drin. Und ja, die goldene Feder, die könnt ihr auch noch mitnehmen, wenn ihr wollt. Und dann seid ihr hier drin eigentlich komplett fertig. Hexenschalter habt ihr auch. Passt. So, dann habt ihr hier eigentlich nichts mehr zu tun, meine Freunde. Und könnt hier einen Abgang machen. So, wir machen jetzt mal hier die nächste Area. Und rein mit uns. Ist das das Memory? Oh ja. Erstmal die Noten greifen, Freunde. Und dann spielen wir ein bisschen Memory. Ach, keine Ahnung, ob ich das noch brauche. Ich weiß nicht. Ich chill jetzt mal hier. Also, ab dem Zeitpunkt, ab dem ihr die erste Fläche umdreht, ist eigentlich, geht's los. Ist hier? So, einmal hier. Das war hier drüben. So, wie ihr seht, habe ich das noch drauf. So, Mumbo war doch hier, oder? Ah, Bruder. Range. Hier. Oh, das war's. So, Note war hier, oder? Chill jetzt mal, Mann. Dann hier. Dann hier. Und letztes Pärchen. Zack. Yeah. Ist erledigt. So. Jetzt kümmern wir uns mal um unsere... So ein Kamelfreund, der da hinten ist. Servus. Helf dir. Vielen Dank. Hier ist eure Belohnung. Ich gehe mich jetzt ein wenig abkühlen. Nicht weiter schwer, Freunde. Wir take it. Wir nehmen den gleich wieder mit. Unsere Rückfahrkarte. Ah, da habe ich was übersehen. So, einmal Mumbo-Schädel Nummer 1. Und jetzt gleich den zweiten. Habe ich nämlich übersehen gehabt. Sorry, Leute. Und zwar müssen wir da auf die Pyramide, die wir aus dem Sand haben, aufsteigen lassen. Und zwar hier. Nicht vergessen. Ich hätte ihn beinahe vergessen. Die Gamboka. Jump, Bro! Nice job. So, nächstes Ding. Bevor ihr hier das mit der Zeit macht, rate ich euch, geht das Ding erstmal ab. Ihr könnt das, wenn ihr Super Pros seid, nicht wie ich, das natürlich auch anders machen. Und das während des Time Runs machen, aber ich mach's nicht. Ist mir zu stressig. So kann ich mich rein aufs Durchracen konzentrieren. Und die Zeit ist hier wirklich sehr knapp bemessen. Dementsprechend, ich gehe vorher die Noten ab, damit ich alle Noten sammle. Für euch. Oh, schon wieder. Macht schon wieder Progress ohne Ende hier. Da oben haben noch ein extra Leben. Jawoll. So, ich zeig's euch jetzt mal. Und zwar, ihr geht hier hoch. Holt euch erstmal die zwei Noten. Und dann zieht ihr mit dem Ding durch. So, jetzt habt ihr den Zeitframe. Müsst ihr ein bisschen pacen. Wie gesagt, die Zeit ist wirklich sehr knapp bemessen. Mal schauen, ob ich es aufs erste Mal schaffe. Ansonsten schneide ich es dann. So. Ich hab
War echt knapp, aber hat funktioniert auf dem First Try. Bevor ihr runtertaucht und das Wasser ablasst, Freunde, holt ihn euch. Nicht vergessen. Ich glaube, was anderes gab es hier nicht. Und macht, taucht nicht nach den Noten, Leute. Wenn ihr das Puzzleteil berührt, geht das Wasser raus. Also quält euch hier nicht ab mit dem Rumschwimmen und knapper Luft und sowas. Das ist ärgerlich. So nenne ich es jetzt mal. Und auf geht's. So, jetzt grabt man noch das ganze Zeug, was hier rumliegt. Oh, wir haben eine Note vergessen. Oh Gott. Und wir sind bei 70 Noten schon. Geht ja ratzfatz hier. So, wir holen uns noch mehr Noten. Und zwar hier unter Wasser. Gibt's auch einen Jinjo, meines Wissens nach. Noch eine Note. Eine Note. Jinjo. Ja, warte mal. Ja. Jinjo. Da sind wir bei 6. Läuft doch. Läuft doch, Freunde. Kommt der 100 immer näher. Higabocca. So. Wieder in die frische Luft. Läuft doch bisher ganz anständig, würde ich sagen. So. Ich würde sagen, wir holen uns mal das nächste Teil. Passt auf, ich zeig's euch. Wir haben ja vorhin das Kamel befreit. Und das Kamel ist zu unserem dürstenden Baum vorgegangen. Und, was können wir dafür tun? Der Baum hier sieht mächtig durstig aus. Ich habe zwar Wasser, brauche es aber leider für mich. Scheiß drauf, Bruder. Raus mit dem Wasser. Ah, tut das gut. Trunka, geht es wieder prächtig. Danke. Eigentlich relativ easy. So, dann gehen wir einmal. Ihr könnt da nicht direkt hochklettern an den Baum, so viel darf ich euch verraten. Ah, das war der falsche Baum. Jawohl, hier an dem Baum ist ihr hoch, Entschuldigung. So kommt er ran. Sorry. Sorry! Komplett lost. Passt. Nummer 7 von 10. Läuft doch, läuft doch. So, und jetzt hat Payson ist angesagt. Pacen, 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 pacen. Zeige euch warum. Wir wollen uns noch ein Puzzleteil gönnen. Und das war's. Oh nein, seit 1000 Jahren war das in meinem Besitz. Gut gemacht, Sterblicher. Nicht so schwer, Freunde. Nur. 10. So, wir greifen uns mal die Noten, die ihr hier unter mir schon gesehen habt. Ihr seht, die sind alle in diesem glühenden Sand. Deswegen, let's grab this one. Ja, Bruder, das war irgendwie... Fail. Ey, Alter, Bruder, willst du mich komplett hops nehmen jetzt hier, oder was? Schön. 87. So. Wird doch besser, wird doch besser. Ja, ich weiß, was wir jetzt machen. Kurz mal hier warten. Ein bisschen Geduld haben hier. So. Da kommt er doch schon. Na komm, nehme ich mit.
So, wir müssen uns da nochmal das arme Kamel quälen. Erstmal grabben wir uns natürlich die 5 Noten. Und dann... Entschuldigung, aber die leere Honigwabe brauchen. Jetzt reicht es mir. Verlasse diese Wüste und suche mir ein ruhiges, stattiges Plätzchen. Sorry, Bro. Jawohl. Brauchen wir nur noch eins? Meine Freunde, meine Freunde. So, erstmal wieder auf den Teppich warten. Hier ist er. Auf geht's, Bruder. So, Modus. So, wisst ihr was? Wir machen noch was. Und zwar, ich zeige euch das mal. Vieles müssen wir jetzt tatsächlich mit Fliegen machen, zeige ich euch. Wir fangen mal an damit, uns die nächste Wabe einfach zu holen, bin ich mal ehrlich. Machen wir gleich mal. Ey, Bro, chill jetzt mal, bitte. Bitte, Bruder. Und zwar macht ihr dann folgendes. Ihr jumpt hier drauf. Jawohl. Ihr habt hier keinen Zeitstress oder sowas, Freunde. Alles ganz entspannt. Schön cool bleiben. Genau, gilt auch für dich, Skarabäus-Viech. So. So, und ihr macht natürlich folgendes, ihr fliegt. Ihr müsst nämlich hinten durch den durchfliegen. Wisst ihr was, wir machen gleich eine Kombi. Obwohl, wisst ihr was, ne? Wir machen zuerst das da und dann machen wir unser... Uns läuft hier ja nichts weg. So, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, das dürfte sein. Jawoll! Lass mich! So! Geschafft! War nicht so schwer. So! Aber wir sind mit dem Fliegen noch nicht fertig, meine Freunde. Zeige ich euch auch gleich, warum. So, und zack. Zack. Und nochmal zack. Oh, wunderbar. Und zwar gibt es jetzt hier etwas zum Durchfliegen. Und zwar müsst ihr da durch diese... Fliege durch die Ringstatuen. Eine goldene Belohnung zu erhalten. Um eine goldene Belohnung zu erhalten, Herr Bruder. Lesen, wer kann, ne? Ist so ein Vorteil, Bruder. Da. So, habt ihr hier die... Ich glaube, 4 Stück sind es, wenn ich mich nicht täusche. Durch die ihr durchfliegen müsst. Number 2. Oder 5 waren es. 5, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es rausfinden. Das war auf jeden Fall schon mal Nummer 3. Jawohl. That's looking good. Ja, 5 Stück. Dachte ich mir doch. Die eine ist etwas weiter hinten. Die werdet ihr aber auch finden. Was heißt weiter hinten? Die ist halt hier vorne. Ja, also. Müsst jetzt keine Umwege fliegen. And that's it. Sehr gut, Sterblicher. Sicher kannst du damit mehr anfangen als ich. Kannst aber wetten, Bruder. So. Auf seinem Rücken ist das Puzzleteil, das wir wollen. Yeah! Jetzt Number 9. Und wir holen uns noch das letzte. Und zwar müsst ihr dazu folgendes tun. Ihr seht es wahrscheinlich schon.
Was ist da? Was hat's mit dieser Kazooie? Schon durch das Treff. Holy shit! Oder was machst du? Oh Gott, war das schlecht. Sorry, Leute. Das war... Macht ihr einen auf Pro und dann so richtig versemmelt. So nach allen Regeln der Kunst. Und hier hoch. Da hoch. So, wir probieren es nochmal. Das dürfte passen. Ast rein, Bruder. Ast rein. So, willkommen. Hier holen wir uns erstmal die letzten Noten. Ich weiß nicht, warum ich das Flüstern angefangen habe. Will hier irgendwie leise sein. Da haben wir noch ein paar Noten. Erstmal. Hey, hallo Freunde, ich bin Ruby. Kann ich euch helfen? Wir suchen Schätze, du Flöten-Peter. Das dreht sich gut. Ich sehe da oben nämlich einen Schatz. Er gehört euch, wenn ihr an ihn herankommt. Erstmal Ikamboka. Sehr gut. So, und Leute, ich glaube, das sind die letzten beiden. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. So, und um auch das letzte Puzzleteil zu bekommen, zeige ich euch, was ihr tun müsst. Ihr stellt euch mal mit Banjo hier hin, geht in die Hocke und dann drückt ihr B. Einmal. Ja, das war ein bisschen... Das hätte man besser machen können. So. Kommt halt hier nur aufs Timing an. Bruder. Kommt sie durch, Bruder. Stellt euch hier drauf. Was? Number 10. Sehr geil. So, und wir machen wieder den Check. Statistik. Was sagt die Statistik, Freunde? Sie sagt 100 Noten, 10 Puzzleteile, 2 Waben in 32,5 Minuten. Was so viel heißt wie... Job is done. Hexenschalter haben wir auch geholt. Also alles, was man hier irgendwie holen oder einschalten erreichen kann, ist erledigt. Dementsprechend, es ist nicht weit bis zum Ausgang. Wir gehen da raus. Da. Eine Sache holen wir uns aber noch, weil wir haben ja einen Hexenschalter benutzt. Da zeige ich euch auch noch, wie ihr an besagtes Puzzleteil rankommt. Da. Ding-Dong. So, geht einmal wieder hier durch. Hält nicht lang. Chill mal, Bro. Klein bisschen tricky hier, aber das zeige ich euch, wie das geht. Nur den Typ nicht unbedingt da hinten, obwohl sind eh zwei da. Ja, hierher muss man. So, ich zeig's euch. Ihr macht das hier. Vorhin habt ihr ja gesehen, ist der Sarg aufgegangen. Und... Das war's auch schon wieder. So, das sind die 7 hier. Und dann, Leute, sag ich mal, tausend Dank fürs Dabeisein bei Gobi's Valley. Hat Spaß gemacht, mir zumindest. Ich hoffe, euch auch. Und ja, ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Das dürfte dann Mad Monster Mansion sein. Wir sehen uns.